Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im größten Insolvenzfall in den USA hat heute das Telekommunikationsunternehmen WorldCom seine Zahlungsunfähigkeit eingestanden. Nach eigenen Angaben hat der weltweit tätige Konzern 41 Milliarden Dollar Schulden. Um die Geschäfte mit den 20 Millionen Kunden auf der ganzen Welt zunächst weiterführen zu können, wurde Gläubigerschutz beantragt. WorldCom ist seit Wochen wegen einer durch Falschbuchungen geschönten Bilanz in den Schlagzeilen. Islands einberufene Pressekonferenz in New York. Es geht um Schadensbegrenzung. Das eingeleitete Konkursverfahren soll WorldCom vor Gläubigern schützen, um zumindest den Kern des Unternehmens zu retten. Für den neuen Chef keine leichte Aufgabe. Der Schuldenberg ist gewaltig und es ist unklar, ob alle Banken bei einem Vergleich mitspielen. Diese Schulden sind über die Jahre schon zum größten Feind unseres Unternehmens geworden und haben die Handlungsfähigkeit bedroht, den Aktienkurs nach unten getrieben. Dann natürlich kamen die signifikanten Bilanzunterschiede. Regelmäßigkeiten hinzu. Für die Wall Street kommt der Konkursantrag nicht unerwartet. Die WorldCom-Aktie ist bereits von einst 64 Dollar auf knapp 10 Cent gefallen, nachdem die massiven Bilanzfälschungen bekannt wurden. Ein weiterer Fall von Anlegerbetrug in einer inzwischen stattlichen Reihe. Bei fast 170 Unternehmen ermittelt mittlerweile die Börsenaufsicht. Das Vertrauen der Anleger in die Aktienmärkte ist in einer tiefen Krise. Der Aktienmarkt hat sich schon angepasst. Ich mache mir jetzt Sorgen um die Beschäftigten, die ihre Arbeit verlieren. Der dafür Verantwortliche hüllt sich in Schweigen. Vor dem Kongress nimmt der zurückgetretene Konzernchef Bernard Ebbers das Aussageverweigerungsrecht in Anspruch. In gut 10 Jahren hat er den zweitgrößten Telefonkonzern der USA aus dem Boden gestampft durch kreditfinanzierte Firmenkäufe. Anleger und Beschäftigte sind jetzt die Opfer. 17.000 erhielten bereits die Kündigung. Die massiven Bilanzfälschungen à la Enron und jetzt WorldCom haben dem Kapitalismus vermutlich mehr geschadet als Stalin, Lenin und Karl Marx zusammen. So ein erster Kommentar im amerikanischen Fernsehen. Das zeigt die Hilflosigkeit und das Ausmaß der Vertrauenskrise. Die Insolvenz von WorldCom setzte die europäischen Börsen noch stärker unter Druck als die Wall Street. In Frankfurt sank der deutsche Aktienindex zeitweise unter 300-700 Punkte, erholte sich aber zum Börsenschluss wieder leicht. Die Aktie der Deutschen Bank verlor rund 5,5%. Das Geldinstitut ist mit mehr als 1 Milliarde Dollar der größte europäische Gläubiger von WorldCom. Die Commerzbank will weitere 900 Stellen im Privatkundengeschäft der Filialen abbauen. Das teilte die Bank heute in Frankfurt am Main mit. Vorstand und Betriebsrat hatten sich am Wochenende nicht über die Einführung einer 4-Tage-Woche im Filialnetz einigen können. Bereits zuvor hatte die Commerzbank angekündigt, 3.400 der insgesamt 39.000 Arbeitsplätze abzubauen. Nach dem Sturz von Rudolf Scharping stehen jetzt die Verbindungen des PR-Beraters Hunzinger zu Politikern auf dem Prüfstand. So wie Scharping, der letztlich über unklare Kontakte zu Hunzinger gestolpert ist, hatte auch der Grünen-Abgeordnete Özdemir geschäftliche Beziehungen zu der Firma. Özdemir kündigte an, sollte er von dem Kredit, den er von Hunzinger bekommen hat, profitiert haben, werde er diese Summe spenden. Natürlich gäbe es keinerlei Abhängigkeit vom Politikberater Hunzinger, sagen die Grünen. Aber etwas zerknirscht sind sie schon, dass sich ihr Abgeordneter Özdemir ausgerechnet dort einen 80.000-Mark-Kredit für seine Steuernachzahlung geholt hat. Es war vielleicht eine politische Eselei, weil man beim Geld, gibt es einen guten alten Spruch, und der heißt, wenn es um Geld geht, Sparkasse, daran sollten sich Politiker in der Regel halten. Es war falsch, ich hätte zu einer Bank gehen müssen, wie man das üblicherweise machen sollte. Und es war auch falsch, dass ich keine Rücklagen gebildet habe. Dafür übernehme ich die Verantwortung. Özdemir will den Kredit jetzt umgehend zurückzahlen. Hunzinger selbst weist den Vorwurf politischer Einflussnahme zurück. Zu unterstellen, dass man da was mit denen verabreden könnte und dann kriegt die Industrie irgendwelche Aufträge, das banalisiert unseren Beruf geradezu. Das funktioniert doch so nicht. Bei der Opposition wird die Affäre nur milde belächelt. Das mag auch daran liegen, dass CDU-Mitglied Hunzinger großzügiger Parteienspender und auch noch Schatzmeister der CDA, der christdemokratischen Arbeitnehmer, ist. Ich glaube, dass, ich sage es nochmal, dass die Frage, ob Herr Hunzinger als CDU-Mitglied eine bestimmte Funktion ausführen kann, sich daran misst, ob er diese Funktion vernünftig ausführt. Nach dem, was mir bekannt ist, ist das der Fall. Politiker können
mit vielen Menschen reden und müssen das auch. Und sie müssen wissen, was sie tun. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt eine Diskussion über PR-Agenturen führen müssen, sondern es ist eine Frage, jeder Einzelne muss seine Grenzen kennen. Die Kontakte der Hunzinger AG in die Politik sind vielfältig. Kanzleramtsminister Buri war früher dort Aufsichtsrat. Im Geschäftsbericht tauchen Bundesministerien als Kunden auf. Doch laut Regierungssprecher gibt es keinerlei weiteren direkten Kontakte zwischen dem Frankfurter Lobbyisten und den Ministern. Nein, es gibt keine solche Geschäftspraxis der Bundesregierung. Keiner der Ministeriumssprecher wollte heute etwas von Geschäftsbeziehungen zwischen seinem Minister und Hunzinger wissen. Die Jagd ist eröffnet. Mitten im Wahlkampf wird das Verhältnis von Wirtschaft und Politik scharf unter die Lupe genommen. Und in Berlin wissen Politiker wie Journalisten, auf Dauer bleibt nichts verborgen. Der frühere Verteidigungsminister Scharping wird, wie seine Vorgänger, mit einem großen Zapfenstreich aus seinem Amt verabschiedet. Scharpings Nachfolger Struck kündigte heute an, dass er die Zeremonie am nächsten Montag abhalten werde. Für die politische Kultur des Landes sei es wichtig, dass Wechsel an der Spitze des Ministeriums in Würde und gegenseitiger Achtung stattfinden. Die Bundesanwaltschaft hat mit Rücksicht auf deutsche Interessen im Kampf gegen den internationalen Terror heute die Anklage gegen zwei Syrer zurückgenommen. Die beiden Männer sollten sich wegen des Verdachts der geheimdienstlichen Tätigkeit vor dem Oberlandesgericht in Koblenz verantworten. Der Prozessbeginn war für morgen geplant. Der Prozessbeginn vor dem Oberlandesgericht Koblenz stand seit 3 Wochen fest. Angeklagt hatte Generalbundesanwalt Nehm 2 Syrer. Der Vorwurf, jahrelange geheimdienstliche Agententätigkeit für syrische Nachrichtendienste in Deutschland. Einer der beiden Angeklagten soll als sogenannter Kulturattaché der syrischen Botschaft in Bonn Landsleute bespitzelt haben, die dem Assad-Regime kritisch gegenüberstanden. Seine Erkenntnisse gingen nach Damaskus. Die Folge, einige der Betroffenen wurden bei der Einreise nach Syrien festgenommen. Sie und ihre Familien wurden staatlichen Repressalien ausgesetzt, wurden massiv unter Druck gesetzt. Der 2. Syrer soll als langjähriger Student an der Uni Mainz ebenfalls Regimekritiker gemeldet haben. Die Angeklagten sollen noch heute aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Der Generalbundesanwalt machte heute überraschend von einer strafprozessualen Vorschrift Gebrauch, die sonst eher selten angewandt wird. Er stellte das Verfahren im öffentlichen Interesse ein. Hintergrund dürfte wohl sein, dass das Regime des Syrers Assad über sehr gute Informationen des Terrornetzwerkes Osama bin Laden verfügt und dass Syrien im Nahostkonflikt eine Schlüsselrolle einnimmt. So erhofft man sich nicht nur in Berlin, sondern auch hier bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, dass es durch die Einstellung des Verfahrens jetzt konkrete Hinweise auf die Bekämpfung des internationalen Terrorismus gibt, auch hier in Deutschland. Die katholische Kirche in Deutschland steht wegen des Verdachts von sexuellen Übergriffen durch Priester weiter unter Druck. Das Bistum Essen gab heute einen Missbrauchsfall bekannt, der 22 Jahre zurückliegt. Der Priester hat nach Angaben des Bistums seine Schuld gestanden und ist inzwischen im einstweiligen Ruhestand. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Lehmann erklärte, er rechne mit weiteren Enthüllungen. Der Balkan ist nach Einschätzung der Vereinten Nationen und der OSZE die Drehscheibe für den Menschenhandel in Europa. Nach einer heute vorgestellten Studie werden von dort aus jedes Jahr 120.000 Frauen und Kinder in die EU verkauft. Immer mehr Mädchen im Teenageralter würden zur Prostitution gezwungen. Die Gewinne von Schleppern und Bordellbesitzern seien astronomisch. Im Kosovo ging heute wieder die internationale Polizei gegen mutmaßliche Menschenhändler vor. Razzia in der Genti Bay in Orachovac. Die Ermittler, Deutsche und Beamte der Kosovo-Polizei im Kampf gegen den Menschenhandel. Sie müssen nicht lange suchen. 2 Prostituierte aus Moldawien in einem winzigen Verschlag hinter der Bar, wie Tiere eingepfercht, laufen ihnen geradewegs in die Hände. Mädchen- und Drogenhandel sind die Haupteinnahmequellen der Kriminellen im Kosovo. Wir haben hier das große Problem, dass im Kosovo viele Mädchen aus dem osteuropäischen Raum infiltriert werden. Und wir wissen, dass die Leute aus Moldawien, Bulgarien, Rumänien eingeschleust werden, sich hier ein besseres Leben vorstellen und dann entdecken müssen, dass sie eigentlich in die Hände von Gangstern gekommen sind. Kurz zuvor eine namenlose Bar am Stadtrand. Trostlosigkeit. Ein Angestellter gibt sich harmlos. Mädchen hier nie gehört. Hinter dem Haus haben Polizistinnen ein Mädchen aufgegriffen, eine Rumänin. Die hat er nie gesehen, sagt der Mann. Sie gibt zu Protokoll,
dass sie hier als Kellnerin arbeitet. Vier Männer fallen uns auf, die es eilig haben, davonzukommen. Wir sind gegenüber den verschiedenen Organisationen, den Schleusern, den Passfälschern, den Zuhältern immer einen Schritt hinterher, meint einer der Beamten achselzuckend. Ein Kampf gegen die Windmühlenflügel. Die Europäische Union hat ihre Sanktionen gegen Simbabwe ausgeweitet. Die Außenminister der EU beschlossen heute, 52 weitere Vertraute von Präsident Mugabe nicht mehr einreisen zu lassen. Bisher umfasst die Liste 20 Namen. Außerdem wird ihr Vermögen eingefroren. Die EU wirft der Regierung in Harare vor, die Hungersnot im Land durch ihr Vorgehen gegen die weißen Farmer zu verschärfen. Zwei Monate nach der Parlamentswahl in den Niederlanden ist die neue Regierung komplett. Königin Beatrix stellte die Minister nach der Vereidigung der Öffentlichkeit vor. Jan-Peter Balkenende von den Christdemokraten führt als neuer Ministerpräsident die Mitte-Rechts-Koalition an. Zweitstärkste Fraktion ist die Liste Pim Fortuyn. Ihr gleichnamiger Gründer war durch ausländerfeindliche Parolen bekannt und kurz vor der Wahl ermordet worden. Die neue Regierung will unter anderem die Zuwanderung beschränken und schärfer gegen Kriminelle vorgehen. Die Überlegungen der Hartz-Kommission zur Anhebung der Verdienstgrenze bei Niedriglohnjobs sind auf ein geteiltes Echo gestoßen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ging dazu auf Distanz. Ihr Vorsitzender Bsirske fürchtet massive Ausfälle bei den Sozialversicherungen. SPD-Generalsekretär Müntefering sprach dagegen von einem interessanten Vorschlag. Morgen will die Hartz-Kommission Bundeskanzler Schröder über den Stand der Beratungen informieren. Durch eine Computerpanne sind bei der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte Rentenbeiträge falsch verbucht worden. Der Fehler ereignete sich bereits vor 2 Jahren. Betroffen sind die Daten von etwa 500.000 Arbeitslosen. Nach Angaben aus dem Bundesarbeitsministerium wird der Fehler behoben. Niemand müsse befürchten, dass seine Rente falsch berechnet werde. In den Überschwemmungsgebieten in Norddeutschland sind noch immer hunderte Helfer im Einsatz. Feuerwehr und technisches Hilfswerk versuchen, die Wassermassen abzupumpen. Nach den tagelangen Regenfällen bleibt die Lage vielerorts angespannt. In dem kleinen Ort Grünland bei Elmshorn droht in den Elbmarschen ein Deich zu brechen. Auch im niedersächsischen Horneburg ist die Gefahr nach den Überschwemmungen noch nicht gebannt. Die Aue ist randvoll und kann kein weiteres Wasser aufnehmen. Horneburg im niedersächsischen Landkreis Stade am Tag danach. Feuerwehr, technisches Hilfswerk und freiwillige Helfer sind dabei aufzuräumen. Noch bis gestern stand hier das Wasser meterhoch in den Häusern. Über Nacht hatte sich die Lage entspannt, weil die größte Flutwelle in die nahegelegene Elbe abfließen konnte. Der Schaden allein in Horneburg wird inzwischen auf rund 3 Millionen Euro geschätzt. Für die Betroffenen wird es teuer, nur wenige sind hier gegen sogenannte Elementarschäden versichert. Das Land schloss inzwischen finanzielle Hilfen aus. Politiker der Region forderten allerdings Maßnahmen, um derartige Katastrophen in Zukunft möglichst zu verhindern. Das Thema hochwasserfreie Durchführung der Aue durch Horneburg wird uns beschäftigen. Und ich denke, alle, die dieses Ereignis miterlebt haben, aus der Nähe, aber auch aus der Ferne, werden alle Anstrengungen unternehmen, damit dieses Ereignis sich nicht nochmal wiederholt. Auch die Landwirtschaft ist vom Hochwasser betroffen. Hier im alten Land bei Stade habe der Dauerregen einen Großteil der Kirschernte vernichtet, hieß es. Betroffen sind auch Gerste und Raps. Der Landvolkverband befürchtet einen Ausfall von bis zu 40%. Überall sinken die Pegelstände, aber in der Gemeinde Grönland in Schleswig-Holstein passiert genau das Gegenteil. Nur noch eine Frage der Zeit, bis hier die Deiche brechen. Denn die Gemeinde nördlich von Hamburg liegt in der tiefen Marsch. Das gesamte Wasser der Umgebung ist in den vergangenen 4 Tagen hierher gekommen. Das 18 Hektar große Rückhaltebecken läuft über und die Notabwasserkanäle sind bereits so voll und durchgeweicht, dass das Wasser nicht mehr bis zur Elbe kommt, sondern an Bruchstellen wieder zurückläuft in die Siedlung. Und bricht tatsächlich der Deich am Rückhaltebecken, dann stehen die Häuser der Gemeinde hier in 400 Millionen Litern Regenwasser. Die Deiche werden weich, die sind jetzt schon 3 Tage voll hier, ne? Die werden weich und dann irgendwann fängt der Kram an zu rutschen. Ne? Seit einer Stunde soll vor Ort nun eine holländische Spezialpumpe im Einsatz sein. Aber die hilft nur, das Wasser bis zur Elbe zu bringen. Am Hauptdeich gibt es weiterhin keine Entwarnung. Ein fast aussichtsloser Kampf, denn stündlich gibt es irgendwo neue Bruchstellen. Und die Bauern bekommen ihre Kühe nicht mehr von der Weide. Lange dauert es nicht mehr, sagt die Feuerwehr, bis es heißt Land unter in Grönland. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 23. Juli. Im Norden Europas tiefer Luftdruck und dunkle Wolken.
Im Süden sorgt der Keil des Azorenhochs für Sonne. Die bekommt morgen auch im Süden Deutschlands eine Chance, aber meist hängt der Himmel voller Wolken. Die Nacht beginnt zwar in vielen Regionen klar, aber schon bald breiten sich von Nordwesten dunkle Wolken aus. Regenschauer gibt es vor allem in der Nordhälfte. Auch am Tag kann es im Norden immer wieder regnen. Südlich des Mains mal mehr, mal weniger Wolken, ab und zu etwas Sonne und meist trocken. Der Westwind bläst weiterhin sehr kräftig. Im Norden sind auch noch Sturmböen möglich. Heute Nacht Werte von 10 bis 14 Grad. Im Allgäu und im Thüringer Wald kühler 8 Grad. Auf den Inseln morgen 17 Grad, sonst 18 bis 25, im Breisgau bis 26 Grad. Mittwoch und Donnerstag liegt auch der Süden Deutschlands meist unter Wolken. Immer wieder gibt es Regenschauer, zum Teil auch Gewitter. Am Freitag wird es dann von Norden langsam freundlicher. Hochsommerliche Temperaturen sind allerdings noch nicht in Sicht.